Ich wurde 1966 in Dresden geboren. Hinter der Mauer. Oder davor. Also je nachdem, von wo man guckt. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Heute ist es Olaf Jäger mit Olaf Schubert. Und ich gebe ehrlich zu, ich hatte keine große Lust auf diesen Film. Ich dachte, das Wunder im Polunder, also Olaf Schubert, dann wird das vielleicht so eine nostalgische Ostalgie-Geschichte. Aber ich wurde angenehm überrascht. Eine sehr vergnügliche Mockumentary von Heike Fink. Sie schickt Olaf Schubert los auf die Suche nach seinem leiblichen Vater. Er findet nämlich nach dem Tod der Mutter im Keller große Kisten von dieser Frau, die übrigens mal Journalistin war beim Jugendradio der DDR, DT64, wo ich auch eine Zeit lang gearbeitet habe. Deshalb empfand ich durchaus so eine gewisse Rührung beim Ansehen dieses Films. In der Kiste dann eine Tonbandspule mit einem Interview, das die Mutter 1965, also bei einer Westreise in Münster, mit Mick Jagger geführt haben soll. Dann sollen die beiden auch noch eine ganz wilde Nacht erlebt haben. Es wäre also schon möglich, dass Olaf Schubert da entstanden ist. Und nun erleben wir seine Recherche, bei der Olaf Schubert ja immer wieder ganz spontan reagieren muss. Bei Gesprächen mit realen Personen, zum Beispiel mit einer Familienanwältin, von der er wissen will, wie er nun zum Beispiel an diesem 300 Millionen rankommt, die ihm doch wohl zustehen würden, als Sohn von Mick Jagger. Dieser Film erzählt zum einen also von der Suche nach dem leiblichen Vater, zum anderen aber ist er erstaunlich vielschichtig und dann auch manchmal ganz ernsthaft. Es geht zum Beispiel um diese große Sehnsucht in der DDR nach einem anderen Leben. Rückwirkend, wenn man so will. Es geht aber dabei eben auch um die Rockmusik als Projektionsfläche für diese große Sehnsucht. Und darüber hinaus erzählt der Film auch davon, was Väter für ihre Söhne bedeuten könnten. Es muss ja nicht gleich Mick Jagger sein. Hervorragend gemachte, gefegte Dokumentation. Und manchmal glaubt man, das sei doch irgendwie alles ganz echt. Mit Olaf Schubert in der Hauptrolle. Er spielt sich als einen Mann, der seinen Vater sucht. Olaf Jagger, unsere Radio 1 Filmempfehlung der Woche.